Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, lange habe ich an einem Dienstag nichts mehr gepostet. I know. Don't judge me. Aber heute ist es mal wieder soweit. Heute habe ich mal wieder einen True Crime für euch. Finally, finally. Ich weiß, es wurde highly requested. Aber ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich habe es einfach nicht gefühlt zurzeit. Aber ich verspreche euch, wenn ihr das haben wollt, mache ich das öfter. Für das Comeback von True Crime Tuesday habe ich mir mal wieder einen Schocker rausgesucht. Ich bei jedem True Crime. Also würde ich sagen, labern wir nicht weiter drumherum, macht euch einen Tee, kuschelt euch in die Decke ein. Jetzt wird's creepy und ein bisschen eklig. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Unsere grausame Geschichte startet 1999 in Hongkong. Es geht um ein 13-jähriges Mädchen, das unglaubliche Angst hat vor ihrer Hello Kitty-Puppe, weil sie denkt, dass diese Puppe von einem Geist besessen ist. Und nicht von irgendeinem Geist, sondern von einer Frau, die ermordet und davor grausam gefoltert wurde. Und dieses Mädchen behauptet, sie hätte dabei mitgemacht. Diese Frau, um die es ging, hieß Man Fanyee und sie war 23 Jahre alt zum Tatzeitpunkt. Fan hatte eine sehr schwierige Kindheit, sie wuchs im Waisenhaus auf, sie wurde früh drogenabhängig und sie prostituierte sich auch schon im Teenageralter. Später lernte sie ihren Ehemann kennen und führte da eine ziemlich toxische Beziehung, bekam allerdings auch einen Sohn und dieser Sohn hat sie dann dazu gebracht, quasi mit den Drogen aufzuhören. Also seit sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, hat sie Drogen nicht mehr angerührt und war seitdem clean. Aber irgendwann haben sie sich getrennt, eben weil es so toxisch war und sie ist dann so ein bisschen zurückgefallen, sag ich mal. Also nicht in die Drogensucht, aber sie hat dann in einem Nachtclub gearbeitet, wieder als Prostituierte. Dadurch rutschte sie dann auch irgendwann in sehr kriminelle Kreise und sie war dann auch Teil einer verbrecherischen Organisation. Da ist sie allerdings ausgestiegen und da fing das alles an, weil sie Chan Man Lok, dem Anführer, Geld geklaut hat. Mit der Mafia legt man sich eigentlich nicht an. Sie wurde dann von eben Chan und zwei Helfern entführt und in eine Wohnung gebracht, die mein persönlicher Albtraum wäre, weil da einfach alles voll mit Hello Kitty Sachen war. Also Poster, Spielzeuge, Stofftiere, was auch immer es von Hello Kitty gibt. Und warum das so war, dazu kommen wir gleich. Ab dem 17. Mai 1999 ging für Fan dann einen Monat lang grausame Folter los. Sie wurde in dieser Wohnung festgehalten, sie wurde aufs Übelste gedemütigt, sie wurde misshandelt, sie wurde geschlagen und sie wurde dazu gezwungen, sich für Chan zu prostituieren, also für ihn zu arbeiten, um das Geld halt von ihr wieder zu bekommen. Also hat er sie halt in seiner Wohnung eingesperrt und hat dann halt sie dort für ihn arbeiten lassen. Allein sowas auszusprechen, ist einfach, macht mich einfach traurig. Es wird aber noch viel kranker, weil Chan hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, wenn man es überhaupt so nennen kann. Ich weigere mich, es eigentlich so zu nennen. Dieser Typ war 34 Jahre alt. Und jetzt bringen wir diese Verbindung zu diesem 13-jährigen Mädchen. Ihr könnt es euch denken, denn die war seine Freundin, die auch bei ihm gewohnt hat. Deswegen das ganze Hello Kitty-Gedöns. Der Typ war also nicht nur Zuhälter, Drogendealer und Mörder, sondern er hatte auch noch einfach eine Freundin in so einem Alter. Ich sag ja, dieser Fall ist wirklich nichts für schwache Nerven, ne? Und ab irgendeinem Punkt kommt dann eben auch dieses 13-jährige Mädchen zur Folterung dazu. Aber ja, ich meine, was soll man sagen? So, sie war 13 Jahre alt, sie wurde von diesem Typ wahrscheinlich einfach dazu gezwungen, manipuliert. Sie hat wahrscheinlich genauso viel Scheiße durch. Mit 13 Jahren weißt du nicht, was da gerade passiert. Du weißt nicht, was du da tust eigentlich. Und dieses Mädchen ist ja dann auch zur Polizei gegangen und hat dann alles gestanden. Das Mädchen war dann auch diejenige, die Fan leblos gefunden hat in einer Badewanne. Sie ist wohl an ihren Verletzungen gestorben, auch wenn Chan und seine Mithelfer das abstreiten. Also sie unterstellen, dass sie eine Überdosis genommen hat. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, und als dieses kleine Mädchen den Körper findet von Fan, kann sie nicht mehr länger schweigen und geht zur Polizei und beichtet alles. Die Polizei kommt dann und durchsucht so dieses ganze Viertel
Chan und seine Männer merken so, ja okay, die Luft wird hier so ein bisschen knapp. Wie werden wir diesen Körper los? Sie zerstückeln ihn dann letzten Endes und kochen die Körperteile, damit es nicht riecht. Und das ist so makaber, so makaber, weil sie einfach daneben so ihr Mittagessen gekocht haben und keine Ahnung was, das ist so krank darüber sich, das ist so krank einfach, das ist wirklich krank. Nur den Schädel von ihr, den haben sie nicht gekocht, den haben sie nämlich in diese besagte Hello Kitty Puppe gemacht. Und als die Polizei kommt, durch dieses 13-jährige Mädchen und diese Wohnung durchsucht und auch diese Puppe findet, finden sie natürlich auch den Schädel und Chan und seine Männer beschuldigen sich gegenseitig, das getan zu haben. Keiner will Verantwortung dafür übernehmen. Da kommt dann auch diese Behauptung ins Spiel, dass sie sich halt selber eine Überdosis genommen hat. Aber das konnte ihr Ex-Mann widerlegen, weil er halt ausgesagt hatte, dass sie halt seit sie schwanger war, nichts mehr angerührt hat davon. Dass sie komplett clean war, seit sie ihren Sohn hatte. Die Männer kamen vor Gericht und der Prozess ging 6 Wochen lang. Und dadurch, dass die Beweislast gefehlt hat, also man nicht wirklich sagen konnte, was denn jetzt mit Fan passiert ist, sind sie nicht wegen Mordes verurteilt worden, sondern wegen Totschlag. Also ihr müsst wissen, unter Mord versteht man etwas Geplantes. Also wenn etwas nicht Totschlag ist, wenn etwas im Affekt raus passiert, aus Versehen, so blöd es auch klingt. Und Mord ist wirklich etwas, was du tagelang planst und das dann durchziehst. Ja, und diese Männer wurden halt zu Totschlag verurteilt. Der Richter hat ausgesagt, dass es das Schlimmste ist, dass er jemals behandelt hat, dass er nicht versteht, wie Menschen so grausam und so unmenschlich sein kann. Die drei bekamen dann auch lebenslänglich mit der Aussicht auf frühzeitige Entlassung nach 20 Jahren. Ich habe leider nichts dazu finden können, was mit dem Fall passiert ist heute, ob sie jetzt freigekommen sind oder nicht. Ich habe nichts dazu finden können. Sie könnten also auf freiem Fuß sein, was ich nicht hoffe. Also ich hoffe wirklich, sie müssen im Knast bleiben und für immer dort bleiben, weil das einfach so, das ist so ein unmenschlicher... Mir fehlen die Worte für sowas. Wirklich, mir fehlen die Worte. Ich kann dazu auch nichts mehr sagen, außer dass mir das einfach unglaublich leid tut, was Fan durchmachen musste und was ihr passiert ist. Es gibt keine Strafe, die gerechtfertigt ist, weil es einfach so grausam ist. Das waren meine Gedanken dazu. Das war dieses True Crime Video nach einer längeren Pause. Ich hoffe, ihr lasst trotzdem ein Like da, trotz diesem Schocker. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder wann immer ihr euch dieses Video anschaut. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.